sehr schneller, sehr starker, extremer Regen, große Regentropfen, prasselte nieder. Hatten die Leute dann gar keine Chance gehabt, so schnell zu reagieren, ihre Häuser, Türen abzudichten, weil das ist einfach hier nicht bekannt, sowas Extremes. Und das war auch nur so eine Wetterzone. Ein Ort weiter hat fast die Sonne geschienen. Hier war es ganz extrem. Ja, jetzt sind wir alle dabei, jetzt versuchen wir noch einigermaßen die Schäden in Grenzen zu halten. Wir wurden zur Unterstützung der Feuerwehr, Ortsfeuerwehr Kielintel angefordert, weil durch extreme Gewitter und sehr starken Regen etliche Häuser unter Wasser stehen. Jetzt versuchen wir mit geballter Kraft das Wasser irgendwo hin abzupumpen, was natürlich schwierig ist. Wir wissen nicht wohin. Der Unterste muss es halt immer wieder schlucken und da versuchen wir irgendwo eine Abhilfe zu schaffen. Wir geben alles, wir versuchen es. Ich wohne seit 2 Jahren hier in Kirchlinden und sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin schon viel auf der Welt rumgekommen, aber es hat geschüttet. Aus Eimern ist noch nicht mal das Wahre gesagt, weil es war Hagel und richtig dicke Kugeln war das und dann wurde das Wasser immer mehr. Und erst habe ich noch drüber gelacht, weil da war der Rasen bedeckt und dann wurde das immer mehr zum Schwimmenbad. Und es sind gute 15, 20 Zentimeter, bis es in die Türen reinläuft und dann war es auf einmal drin. Ja, meine Harley Davidson ist im 14. Jahr alt und sowas habe ich noch nicht gesehen, dass sie auf einmal bis knöcheltief in die Räder sind, fast verschwunden von dem Bike. Ja, das tut mir am meisten weh. Ein Haus kann ich neu bauen, aber eine Harley, die wächst ans Herz.